Hallo und herzlich willkommen zu einem Spezialvideo. Dieses Video zeigt euch, wie ihr Modifikationen in Immersion C4 installiert. Ich werde es euch bei Immersion C4 zeigen, sowie bei 9-11, welches ihr über Steam kriegt. Das ist dieses schöne Spiel hier und das zweite habe ich hier irgendwo liegen. Und ich zeige euch das jetzt mal, wie das geht. Sofern ihr die Dateipfade nicht geändert habt, müsste es auch exakt gleich sein. Und zwar geht ihr in euren Computer rein. Achso, wir brauchen erstmal eine Modifikation. Die holen wir uns hier aus dem Downloads. Nehmen wir... Welche nehmen wir denn mal? Wir gehen jetzt mal von dieser Modifikation hier aus. So. Das ist eine ganz normale Modifikation, so wie ihr sie früher erhalten habt. Die Betonung liegt auf früher. So, jetzt öffnet ihr euren Computer. In diesem Computer habt ihr dann eure Festplatte, wo ihr Steam oder so drauf gespeichert habt. Zack. Das habe ich dann in dem Programm 86. Fangen wir mit Immersion C an. Das hört nämlich noch auf Sixtoons Entertainment. Dann unter Immersion C4. Und dann habt ihr den Mod-Installer. So, den starten wir jetzt. Jetzt könnt ihr hier auf Installiere Package machen. Sagen wir, ich habe es auf dem Desktop liegen. Jetzt habt ihr da dieses Package. Ich habe schon installiert, ich werde es jetzt nicht öffnen. Er würde dann das Paket installieren. So, das ist jetzt bei Immersion C4. Alternative 2 ist, ihr kriegt solche Ordner. Die zieht ihr dann gleich da rein. Ja? Das ist Alternative 2. Ihr habt dann gleich solche Ordner und könnt die dann gleich hier reinziehen. Was auch noch schön zu zeigen ist im Editor. Ich kann jetzt sagen, hier. Das hier. Das hier möchte ich euch jetzt hochladen. Gleich in der 1.1 mit unserer Spieldatei. Und dann kann ich daraus ein Paket machen. Ja, und dann verpackt er mir das in diese Immersion C4-Datei und dann braucht ihr es nur über Mod-Installer zu öffnen. Also ich kann ja mal machen. Oder auch nicht, besser nicht. Machen wir jetzt nicht, weil jetzt sonst wieder alles kaputt spiele. Wenn ich mich nicht irre. Und bei Immersion C4 ging das früher. Konntet ihr hier einen Doppelklick drauf machen, dann hat er sie von alleine im Editor, also im Mod-Installer. Boah, im Mod-Installer installiert. So. Jetzt haben wir aber die neue Version, weil man die hier nicht mehr kaufen kann. Das heißt, ihr guckt, wo haben wir denn unseren Steam-Ordner? In diesem Steam-Ordner habt ihr das Örtchen Steam-Apps. Darunter gibt es einen weiteren Ordner, der heißt Come On. Da habt ihr dann auch schon 9-11 First Responders. Eigentlich ist es nichts anderes. Es ist nichts anderes. Seht euch das an. Das heißt sogar noch Immersion C4 Exe. Ja? Ihr seht es alle. Da habt ihr dann den Ordner, ebenfalls den Ordner Mods. Hier ist jetzt noch nicht so viel drin installiert. Aber halt auch schon etwas. Dann habt ihr auch hier den Mod-Installer. Den habe ich bei mir jetzt kaputt gepatcht. Also er würde genauso funktionieren. Ja. Ich habe nur versucht, das hier auf Deutsch zu kriegen. Indem ich ein paar Dateien von Immersion C4 und 9-11 reinkopiert habe. Da wir hier... Nee, gucke ich nachher. Weil, wie ihr wahrscheinlich in dem Video schon gehört habt, ist 9-11 First Responders auf amerikanisch, sag ich mal. Da stand da ja US, United States. Was bei mir jetzt auch ist. In der Regel, wenn ihr Immersion C startet, dann seht ihr dieses Wizard-Bild
also 9-11 startet, seht ihr dieses Wizard-Bild. Und dann kommt das Intro. Ich hab's natürlich kaputt gepatcht. Zuerst kommt das Six Tunes Entertainment, dann kommt das Wizard-Bild und dann kommt das Intro. Genau, dann habt ihr hier die einzelnen Videodateien. Also man kann in diesem Spiel, sag ich mal, alles umskripten, wenn man möchte. Wie ist nicht unbedingt total schwer. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich, wie ihr Modifikationen einfügt, kopiert, verpackt, entpackt. Alles, was man mal so braucht. Ja, ich hoffe, es war wirklich hilfreich. Und ich kann euch ja nochmal die Verkaufsseite bei Steam zeigen. Da ist mein Steam. Oh, Atari hat jetzt auch seinen Kopf schon mit drin stecken. Es ist halt, kostet nicht viel. Nicht übersetzt. Ja, wenn ich das hinkriege, was ich mir denke, dann zeige ich euch, wie ihr auch das in Deutsch spielen könnt. So, hier seht ihr nochmal ein paar Szenarien. Aber die ihr im Emergency ohne Mods auch noch sehen werdet. So. Hiermit melde ich mich auch aus diesem Video wieder ab. Ich hoffe wirklich, dass es aufschlussreich ist. Und ich hoffe, dass wir uns dann in einem anderen Spiel wiedersehen. Also sage ich hiermit auf Wiedersehen.